das ist für mich ganz klar die liebliche Einbettung, dort wo sie ist, in diesen Wiesen, mit dem Weiher, mit den Häusern, die umeinander herumgruppiert stehen. Und das führt dazu, dass die Schüler eben dort sind und dort bleiben und miteinander Zeit verbringen. Im Unterschied zu einer Kante in einer Stadt, wo immer alle sich vertönen. Es ist also ein kleines Paradies für sich abgeschlossen. Das finde ich das Schönste daran. Nach der ersten Sommerferien habe ich am ersten, der mich blöd da hat, habe ich eine Ehre geklopft. Also jemand, das etwas nicht begriffen hat, plötzlich nachkommt, so ein schönes Gefühl. Ist denn das wirklich dazu gekommen, dass man das einmalige junge Leute, die noch nicht 20 sind, noch einiges unter 20, haben dann fachgerecht Flugzeuge bauen, wo nachher Menschen reinhacken. Und das ist einmalig. Der Anziehungspunkt für Kadetten war natürlich, dass man ein Gewehr hatte und einmal vielleicht einen Klapp rausgelassen hat, dürfen rauslassen. Ja, wie heute, ihre verschiedenen Schätze, wo sie dann wieder einmal einen abgesagt hat, dann hat es Tränen gegeben. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass im Restaurant Harmonie, von uns damals Harfe genannt, die beste Zimmerflatte der Welt gemacht worden ist. Ich habe immer noch Konzert, habe ich Spiegeleier gekocht. Ja. Lass dich da noch hin, das ist ja klar. Und ich finde es sehr schön, wieder dort zu sein. Es war eine kleine Bande von katastrophalen Leuten. Also die Erinnerungen hier sind sehr, sehr, sehr prägend. Ja, toll. Ich werde sicher etwas nicht vergessen. Es ist, wenn man in die Unterricht sind und wenn man durch den Fenster schaut und wir sehen Kühe draußen. Das war riesig am Anfang des Jahres.